So, dann schauen wir uns mal weiter nach Gorn um. Irgendwo muss der ja geblieben sein. Im Notfall verlassen wir halt die Mine und gucken uns draußen um. Unten ist der Schmelzofen. Aber kein Gorn in Sicht. Da geht's hoch. Scheint es aber nicht weiterzugehen, dann also hier. Aber ja, am Eingang der Mine macht am meisten Sinn. Der wird sich hier auch irgendwo durchgekämpft haben und dann dahin zurückkehren. Oh, hier ist auch eine Sackgasse. Na gut. Dann halt wieder runter. Aber wo ging's dann raus? Autsch. Hier waren die Minecrawler. Da geht's auf jeden Fall nicht lang. Das heißt, geht es doch da oben weiter? Oder einfach hier durch, wo die Totenwachen sind? Ja, das ist auch eine Taktik. Einfach den Leichen folgen. So, genau hier haben wir uns verwandelt, um durch die Linien durchzubrechen. Das heißt, da oben geht's raus. Knatsch, knatsch, knatsch. Schön halten. Liebeleiter, nicht Morscheleiter. Der Fall wäre nämlich ganz schön tief. Also. Du bist nicht so hoch, du kannst ruhig brechen. So, hier müsste gleich die Stelle kommen, wo die zwei Armbrustschützen an den Seiten waren. Und auf dem Haupt gingen hier auch zwei Gardisten. Ah, und da ist er auch schon. Lass dich hier nie wieder blicken. Pöbelt wohl gerade irgendjemand an. Na gut. Hallo, suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. Bis später. Das hat er also gemacht. Hallo, du hast einen Kumpel von mir ausgenockt. Was sollte das? Er hat Kumpel hier unten drin? Komm mit, ich brauche deine Unterstützung. Endlich geht es weiter. Geh voraus, ich folge dir. Auf in den Kampf! Also wir sollten die Minecraft-Plattenrüstung können wir auch noch gleich anfertigen. Das Ulumulu ist nicht hier drin. Nö, hier drin haben wir sonst nichts mehr zu erledigen. Na gut, dann halt raus. Wir haben die freie Mine jetzt ja eigentlich befreit. Oder wir haben irgendwas Wichtiges da unten übersehen. Oh Mann, das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Bis später. Ja, es war ein echt beinharter Kampf. Du hast nicht mal einen Gardisten umgebracht. Aber gut, er hat uns wenigstens den Rücken freigehalten. So, jetzt brauchen wir die Bestandteile für das Ulumulu und die könnten echt schwer zu bekommen sein. Also die Haut eines Sumpfhais, das wäre machbar. Da gucken wir einfach direkt ins Sumpflager. Wusch. Und gehen dann auf die andere Seite des Lagers. Da, wo die ganzen Kräutersammler waren, da haben wir ja eine Menge Sumpfhaie gesehen. Müssen wir nur schauen, ob wir auch in der Lage sind, die Haut einigermaßen abzuziehen. Sonst müssen wir uns nach einem Lehrer dafür umschauen. Aber die anderen Bestandteile, zum Beispiel das Schattenläuferhorn. Wir haben zwar schon zwei Schattenläufer umgebracht, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben da keine Hörner von abgezogen. Und wir wissen auch nicht, wie das geht.
Das heißt, wir könnten jetzt entweder auf gut Glück losziehen, einen Schattenläufer suchen und hoffen, dass wir es einigermaßen hinbekommen, das Horn abzuziehen. Oder wir müssen uns ebenfalls da nach dem Leerraum suchen. Obwohl mir da nicht allzu viele Leute einfallen. Wir hatten die Jäger gehabt, die direkt vom alten Lager sitzen. Aber die hatten uns eigentlich schon alles beigebracht, was sie konnten. Na gut, gucken wir erstmal hier nach dem Sumpfhai. Das dürfte ja eigentlich nicht allzu schwer zu finden sein. Das war ja alles voll mit den Viechern. Aber wir hatten schon recht viele von den Umgebrachten. Ja, ah doch, da ist einer. Sehr gut. Das wäre ja auch ärgerlich, wenn wir keine mehr hätten hier zum Töten. So, mit unserer neuen Axt dürfte es auch gar kein Problem sein. Ja, komm schon. Zack, zack. So, und dann schauen wir mal, ob wir die Haut einigermaßen abbekommen. Und ja, das war ja nun wirklich kein Problem. Hoffen wir mal, dass die anderen Teile auch so einfach zu besorgen sind. Gucken wir mal ganz kurz, was genau die Bestandteile nochmal alle waren. Suche nach dem Ulumulu. Wir brauchen die Zunge eines Feuerwarans. Das könnte sehr schmerzhaft werden. Wir brauchen das Horn eines Schattenläufers. Das könnte schwer werden, weil wir nicht wissen, wo die Schattenläufer sind. Soviel ich weiß, liegt der größte Wald in der Kolonie zwischen dem alten Lager und dem Sumpflager. Da könnten wir also wahrscheinlich einen Schattenläufer finden. Okay, das probieren wir gleich mal aus. Die Zähne eines Sumpfhais. Oh, wir brauchten gar nicht die Haut, sondern die Zähne. Na gut, Zähne hatten wir ja schon eben gerade rausgeholt. Und die Haue eines Trolls. Solche Monster leben in den nördlichen Bergen der Kolonie. Ich sollte die Schluchten dort absuchen. Ja, da haben wir auch schon mal eins gefunden gehabt. Also einmal den kleinen Troll und einmal den großen. Und der Regen ist echt nervig. Aber hilft nichts. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Sumpflager und schlagen uns von da aus dann Richtung altes Lager durch. Und kommen dabei hoffentlich an dem großen Wald vorbei. Und sehen uns dann da einfach mal um. Schlurf, schlurf, schlurf. Sind wir hier überhaupt richtig? Da ist eine verlassene Hütte. Die hatten wir schon mal gesehen. Aber was ist denn die richtige Richtung? Ach ja, im Halbdunkeln, im Regen, durch den Sumpf. Das ist echt super. So, da ist eine Wand. Wand ist nicht gut. Das da sieht doch wieder Sumpflager aus, ne? Also. Jedenfalls würde es keinen Sinn machen, wenn jemand Wache schiebt, wenn da kein Lager ist. Hm? Schade, dass wir keine Rune haben, um uns in die Nähe des alten Lagers zu teleportieren. Aber das wäre wohl zu gefährlich. Beziehungsweise es gibt einfach keine dafür. So wie es den anderen schon hat, gibt es ja immer nur für die wichtigen Punkte hier in der Kolonie Runen. Dass sie wurden irgendwann mal von Magiern angefertigt. Und da haben sie wahrscheinlich auch eine fürs alte Lager gemacht, aber das ist direkt drinnen im Turm. Und da wollen wir ja auf keinen Fall hin. Da werden Gomez-Leute auf jeden Fall auf uns warten. Kommen wir hier nicht durch? Ah, yummy. Aber so weit ist es ja auch nicht von hier. Ugs. Da sind wir arg gestolpert. Yeah. Da ist ja auch schon der Ausgang. Und wir könnten mal wieder mit Lester sprechen, wenn wir ihn denn finden. Dem sollten wir eh noch was ausrichten. Nö, ist nicht da. Hey du! Ah. Die richtige Entscheidung. Wir wollten uns doch nur kurz unterstellen. Dover Baal. Na gut, dann laufen wir halt im Regen in den Wald. Was soll's, wir sind hier abgehärtet und so.
Also der große Wald wird dann wahrscheinlich der sein, wenn wir jetzt hier dem Weg folgen, zu unserer Rechten. Da sind wir bisher immer dran vorbeigelaufen. Obwohl, einmal haben wir da, glaube ich, auch aufgeräumt. Bei unserer großen Jagd, die mehrere Tage gedauert hat. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Ah, na also, der Regen hört auf. Sehr schön. Und da wir das Geld überhaben, schlucken wir mal schnell einen Geschwindigkeitstrank. Tschupp. Damit wir auch noch vor Sonnenuntergang in den Wald kommen. Oh, hier ist er ja schon. So, Schattenläufer. Er wird sich wahrscheinlich in der Mitte des Waldes aufhalten, da wo es am dunkelsten ist. Ach, Blutfliegen. Oh, da ist ein Schattenläufer. Mehrere Schattenläufer. Das war wesentlich einfacher als das letzte Mal. Schauen wir mal. Und das Horn eines Schattenläufers konnten wir ohne Probleme abziehen. Sehr gut. Dann erledigen wir den hinten auch nochmal. Einfach nur, weil wir es können. So. Guti, das läuft ja sehr gut soweit. Also wir haben die Zähne eines Sumpfhais, wir haben das Horn eines Schattenläufers, die Zunge des Feuerwarans. Das könnte echt ein Problem werden. Und der Troll, hatten wir nur noch eine Schriftrolle für den? Schriftrolle. Ah, freundlich stimmen, Untote vernichten, Feuerball, Feuerpfeil, Eisblock, lalalala. Verwandlungszauber, nee. Also wenn wir uns den Troll vornehmen, sollten wir auf jeden Fall vorher noch im neuen Lager mit den Wassermagiern sprechen und gucken, ob wir da eine Spruchrolle der Verkleinerung finden. Weil so ein kleiner Troll ist doch schon wesentlich einfacher zu handhaben. So, das Fleisch nehmen wir mal mit, auch wenn wir nicht wirklich mehr Fleisch essen, sondern eher nur noch Heiltränke trinken. Aber sei es drum. So, da ging es zu den Goblins, da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt wohin? Gucken wir mal auf die Karte. Wir haben im Osten den Sumpfhai getötet. Hier in der Mitte rechts von der Karte im Wald den Schattenläufer. Irgendwo im Norden soll der Troll sein, in den Schluchten. Das wird dann wohl der nordöstliche Fokuspunkt sein, wo dieses ganz kleine Dreieck ist. Und was war das letzte? Schattenläufer, Troll, Sumpfhai und... Dass ich mir sowas auch nicht merken kann. Zungen des Feuerwarans. Ah, okay. Das habe ich mir nicht gemerkt, weil ich das verdrängen wollte. Wir wissen, als wir Richtung Xardas Turm gegangen sind, das war im Südwesten, da haben wir so ein Biest auf jeden Fall gesehen unterwegs. Das heißt, das könnten wir jetzt versuchen. Aber haben wir was, um uns vor dem Feuer zu schützen? Nicht wirklich. Also da sollten wir uns vielleicht auch in der Magiergilde, also der Wassermagiergilde, irgendetwas holen mit Schutz vor Feuer. Denn sonst verbrennen wir da einfach. Und das wäre nicht so schön. Aber was machen wir jetzt zuerst? Ah doch, wir haben das Ork-Amulett. Das dürfte doch auf jeden Fall reichen. Gut, das legen wir dann gleich mal an. Trinken noch einen Geschwindigkeitstrank und laufen dann schon mal Richtung Xardas Turm. Und gucken mal, ob das Biest sich da immer noch aufhält. Also, in der Richtung ist das alte Lager. Das heißt, wenn wir jetzt gleich links rumgehen, müssten wir zu dem Turm kommen, wo das Buch oben drin lag. Daran gehen wir vorbei. War das der einzige Weg? Ja, hier hoch ging es zu dem Turm. Wenn wir geradeaus durchgehen, müssten wir eigentlich in das eigentliche Ork-Gebiet kommen. Und dann weiter so ungefähr in die Richtung, in die wir jetzt laufen, müsste Xardas Turm gewesen sein.
Also hier so. Eigentlich dürfen wir noch gleich schon sehen. Jedenfalls die Spitzen davon. Oh, blend, blend. Da ist der Turm. Das heißt, hier irgendwo war das Ding. Sollten wir schön die Augen offen halten. Da unten? Nein. Hier hatten wir ganz viele kleine Echsen umgebracht. Und dazwischen irgendwo war der Feuerwaran. Den sind wir umgangen. Aber gut, speichern wir erstmal ab. Zack. LP 74.